Willkommen zurück zu Outlast. Mit mir, dem Steve. So, wir waren jetzt hier stehen geblieben und haben eine Patientenakte gelesen von Billy, der nur 19 Jahre alt ist und was ich da irgendwie ein bisschen besorgniserregend finde. Ich habe diese Blutspuren hier am Boden immer noch nicht vergessen. Erstmal hier gucken. Okay, und ich sehe, wir können maximal 10 Batterien auf Lager haben. Alter Vater. Das ist definitiv keine Bratwurst. Ich würde mal behaupten, das ist ein Stück Darm oder anderes Zeugs aus dem Inneren eines Menschen. Und da tropft Blut von der Decke. Ich habe ein sehr ungutes Gefühl. Ein sehr, sehr ungutes Gefühl. Lass mich da durch. Okay, so geht das nicht. Und hier auch nicht. Wo führt unser Weg dann hin? Nein. Oh Gott. Schon mal nicht. Okay. Ist immer noch derselbe Raum, denke ich mal. Library, okay. Erstmal gucken, ob die Tür aufgeht. Ich denke mal wieder nicht. Da stehen nämlich Sachen davor. Dachte ich mir. Was steht denn da? Floor 2. Chapel, Recreation Hall, Library und Lobby. Okay. Das rote da auf der anderen Seite. Ich gehe mal davon. Nicht davon aus. Boah, fuck, Alter. Oh, fuck, Alter. Oh, fuck. Oh, du Arschloch, ey, du kleiner. Verkackter Wichser. Alter, da hängt noch einer. Scheiße, ey. Ich hab keinen Kopf mehr. Alter. Hier hängen Typen an der Decke. Oh! Alter, das sind ja hier überall die abgeschnippelten Köpfe, kann das sein? Alter Vater. Fuck, Alter, ist das krank. Ist das krank. Oh. Lass bitte hier wieder Licht kommen.
war etwas, da hat sich was bewegt. Ich will da nicht hin. Ich will da nicht hin. Da hat sich doch gerade was bewegt. Alter, scheiß die Wand an. Okay. Ich will nicht. Ganz ehrlich, ich will nicht. Da ist alles zu. Ja, lol. Alter, da ist eine Hand. Das hat mich gerade so ein bisschen. Das war jetzt meine eigene Hand, oder? Bitte sag mir, dass da jetzt meine eigene Hand am Bildschirm war. Alter, ich hab gerade richtig derbe Gänsehaut und. Mein Herz, ey. Mein Herz. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mal wieder durch eine Engelsspalte gehen. Ich werde jetzt mal gucken. Okay, diese Tür geht nicht auf. Hat's mich da gezuckt, ey. Fuck. Komm her, her. Wer bist du? Das frage ich mich bei Ihnen aber auch. Ich will nicht. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. Sie ihr Leben sollen, sie wurden auserwählt. Na, ich wurde. Ja, super. Ich bin verschlossen worden, oder wie? Neues Ziel, fliehe aus der Nervenanklage, benutze den Sicherheitsterminal. Wir sind gerade erst angekommen und gleich wieder auf der Flucht. Alter, dieser fette Wichser, ey, ganz ehrlich. Fuck. Dem fehlt wieder die Rübe. Was zur Hölle ist hier passiert? Alter. Boah, das ist ja mal ranzig, ey. Gleich mal reinzoomen. Boah, ey. Was passiert wohl, wenn ich an dem Typen rangehe? Jetzt fetzt mich bestimmt gleich, ey. Ich werf gleich die Maus aus dem Fenster, ey. So. Eidesstattliche Erklärungen wurden vor dem Direktorenausschuss seitens der Murkoff Hardline Security, MHS, geliefert, die Grund zu folgender Annahme hat: katastrophaler Sicherheitsbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. What the fuck? Nach unserer Überzeugung erfordert das durch eidesstattliche Erklärung und Zeugenaussagen erbrachte Beweismaterial akute Maßnahmen seitens der MHS und rechtfertigt die Ausstellung dieser Berechtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollen Zugang zu allen Einrichtungen und seinen Repräsentanten volle Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzichten Sie und alle lebenden Anverwandten auf jeglichen Anspruch auf ein Gerichtsverfahren gegen die Murkoff Corp. oder ihre Tochterunternehmen aufgrund von Maßnahmen der MHS oder aufgrund der Umstände, die entsprechend Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. Murkoff Corp. Hammer. Und überall
Na, nicht ganz überall ist das Telefon nicht mehr da. Okay, Leute. Ich muss gestehen, dass ich dieses Spiel eventuell etwas unterschätzt habe. So, geht es da weiter? Jetzt geht es hier so in viele Richtungen. Gut, dann gucke ich da hinten erstmal im Büro, ob da noch irgendwas Tolles liegt. Batterie ist gut. Stellt euch mal vor, wir hätten keine Batterien mehr. Wobei ich befürchte, dass dies eventuell sogar... noch eintreffen könnte. Einer. Mann, ich dachte, hier liegt jetzt was Tolles. Da liegt was. Therapiestatus. Alter des Patienten 32. Walker, männlich. Morphogenetische Antriebsaktivität stabilisierte sich etwa gegen 20 Uhr. Fortfahren mit Stufe 3 Hormon, risikobehaftet. Diagnostik. Spirometrie ergab leichte bis mittlere bronchiale Akkumulation. MRI-Scans übereinstimmend mit gemeldeten Träumen des Patienten. Anmerkungen. Walker wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstümmelungen in Fixierung befragt. Die Fixierung musste aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst werden. Extensive Dermaleruption ebenso übereinstimmt mit fehlgeschlagener morphogenetischer Antriebszellaktivität. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut erlaube ihm eine wahrere Sicht, vermutlich zurückzuführen auf eine Art Kindheitserfahrung mit Tuatara-Echsen und ihren parietalen Augen. Er zeigte sich besorgt über sein Fleisch, insbesondere um seine Lippen und Nase herum. Das Pflegepersonal sollte angewiesen werden, auf weitere Selbstverstümmelungen zu achten. Die mentalen Traumata, die er während seines Dienstes in Afghanistan erlitten hat, scheinen den Fortschritt des MA-Prozesses zu behindern. Doch vorherrschende Fixiertheit, verstärkt durch die Therapie, stellt eine manische Übertreibung militärischer Sicherheitsprotokolle dar. Eine Fortsetzung sowohl chemischer als auch psychischer Fixierung wird nachdrücklich empfohlen. Okay. Hätte cooler E gedrückt. Der bewegt sich, ne? Mein Gott, ich habe Angst. Was ist mit dem passiert? Wer sind die Typen, wenn ich jetzt hier reingehe?
Das sieht aus wie Walker. Der Typ sah auch nicht gerade gesund aus. Gott, ey, jetzt ehrlich.